الحمد لله والصلاة والسلام على خير خلق الله محمد بن عبد الله وآل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين الأخيار المنتجبين واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الأولين إلى الآخرين والسلام عليكم جميعا ورحمة الله تعالى وبركاته صلى الله عليك يا رسول الله صلى الله عليك يا أبا عبد الله صلى الله عليك يا ابن رسول الله Im Namen Allahs, des Gnädigen, des Barmherzigen, im Namen des Allmächtigen versammeln wir uns heute zu den siebten Nacht von Muharram al-Haram. Und heute ist ein Tag, an dem wir an einem Berg, an einem Löwen, an einem Riesen gedenken, der sich für Ali Muhammad sallallahu alaihi wa sallam und sallallahu ala Muhammad wa Ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa Ali Muhammad. Immer wenn ihr diesen Namen hört, bitte ich sofort, nicht zögern. Ne? Denn dieses Segen werden wir nicht so oft erleben können. Denn das sind nur 10 Tage im Jahr. Und das sind die Tage, wo sich die Engel treffen. Das sind die Tage, wo Hussein a.s. sich für Allah geopfert hat. Liebe Geschwister, wenn wir sagen, ohne Hussein a.s. hätten wir Allah nicht gekannt, dann ist das zu wenig, ganz ehrlich gesagt. Warum? Wenn wir sagen, ohne Hussein hätten wir Allah nicht gekannt, dann wissen wir, warum wir das sagen. Husseins Auftritt, Husseins, sagen wir, Marsch Richtung Karbala, Husseins Anwesen Richtung Karbala, hat das gehindert, dass Yazid die Religion Allahs untergräbt. Yazid hat das vorgehabt. Muawiyah hat das Rezept für Yazid vorgelegt, indem er ihm gesagt hat, nimm die Bay'a von allen Muslimen und besonders von 3. Von Abdullah ibn Umar und Ibn Abbas und Al-Hussein. Besonders aber von Hussein. Insbesondere von Hussein. Also jetzt, ob die beiden sicher sind, das weiß man nicht, aber Hussein a.s. insbesondere sagt zu ihm, zu Yazid, die Bay'a, also die Wilaya von Yazid, die Macht von Yazid hat Muawiyah bestimmt. Und die Macht von Muawiyah hat Umar bestimmt. Das heißt, ohne Umar wäre Muawiyah nicht gekommen. Und ohne Muawiyah wäre Yazid nicht gekommen. Und wäre Yazid geblieben oder hätte er das geschafft, was er geplant hat, hätten wir Allah nicht gekannt. Denn was bedeutet Wallahi illa dafnan dafna? Was bedeutet bei Allah nur begraben, begraben? Das heißt, wir akzeptieren nur, wenn der Name des Propheten begraben wird. Das hat Muawiyah gesagt. Muawiyah saß in einer Sitzung mit seinen Vertretern, mit seinen Ministern sozusagen. Und der Muadzin war am Adhan machen. Als er gesagt hat, Ashhadu anna Muhammadan Rasulullah. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Dann sagte er, O ihr Banu Taim. Banu Taim sind die Ashira von Abu Bakr. Euer Freund ist gekommen und gegangen und sein Ruf ist mit ihm gegangen. O ihr Bani Uday, Bani Uday oder Adi sind die Ashira von Umar. Euer Freund ist gekommen
und gegangen und sein Ruf ist mitgegangen. Bis auf diesen Mann. Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Von Bani Hashim. Er ist gekommen und sein Name ist geblieben. Wallahi illa dafnan dafnan. Ich schwöre, ich werde das begraben. Das ist ein Plan. Er wollte den Namen von Muhammad sallallahu alaihi wasallam begraben. Und Yazid sollte das erfüllen. Denn als Yazid Hussein geköpft hat oder köpfen ließ, was hat er gesagt? Leite Ashiachi bi Badrin shahidu. Hätten bloß meine Vorfahren in Badr das erlebt, das gesehen, was ich gesehen habe, was ich gemacht habe. Er hat angegeben, die Rache von Badr hat er an Hussein verübt. Muawiyah, er Yazid. Das heißt, der Plan ist bekannt. La'ibat Hashim bil Mulk, farah khabarun ja'a wala wahyun nazal, qif ala haffatil khammari wasqina, ma qala rabbuka alladhi sharib, waylun alladhi sharifu, bal qala waylun dil musallina. Das ist eine Poesie von Yazid, hat er gelernt von den Christen, weil er ist christlich aufgezogen worden. Denn die Mutter war christlich, die Onkel mütterlicherseits waren alle Christen und sie sind Christen geblieben und sie haben ihnen Alkohol beigebracht zu trinken und sie haben ihn großgezogen, also christlich erzogen sozusagen. Und er sagte seine Poesie, er sagt, steh an den Schankanlage und gib uns was zu trinken. Gott hat nicht gesagt, wir diejenigen, die trinken, sondern hat er gesagt, wir diejenigen, die gebietet, die bieten. Das heißt, und ihr Gebiet vernachlässigen. Das Gebiet vernachlässigen hat er weggelassen. Sallallahu alaihi Muhammad wa Muhammad. Rück bitte nach vorne. Muhammad wa Muhammad. Er sagt, steht an den Schankanlagen und gib mir was zu trinken. Denn dein Herr hat nicht gesagt, wir diejenigen, die trinken, sondern hat er gesagt, wir diejenigen, die bieten. Und ihr Gebiet vernachlässigen, hat er weggelassen. Dann sagte Hashim, hat mit der Macht gespielt. Wieder ist eine Nachricht gekommen, noch ein Bericht vom Himmel. Das heißt, wieder noch, das gibt's nicht. Und sein Opa, Abu Sufyan, la'anahu Allah, als er zum Islam übergetreten ist, wir wissen die Geschichte, dass er mit Gewalt, mit dem Schwert von Abbas, von Ali ibn Abi Talib, ist er zum Islam übergetreten, aber mit Hass. Weil er sagte, ja Muhammad, ma ajmalaka. Habt ihr wieder Muhammad gehört? Ich bezeuge, dass es nur ein Allah gibt. Aber ashhadu annaka Rasulullah, dass du Rasulullah bist, das liegt schwer auf dem Herzen. Ich kann das nicht. Abbas nimmt das Schwert und Ali nimmt das Schwert und sagt, sag die Shahada, ansonsten wirst du geköpft. Da sagt er, hat er die Shahada, die Shahadatain ausgesprochen. Ansonsten wollte er das nicht. Blieb er Mushrik, aber mit Kalimat al-Tawhid. Mushrik mit Kalimat al-Tawhid. Die Mushrikin haben kein Problem gehabt mit das, dass sie zugeben, dass es nur einen Gott gibt. Ihr Problem war Muhammad, sallallahu alaihi wa sallam. Und Abu Sufyan nahm diese Sache mit. Denn als Osman an die Macht kam, Osman gehört zu den Umayyaden, das heißt von der gleichen Linie von Abu Sufyan. Kam Abu Sufyan, sagte zu ihnen, Talaqqafuha ya bani Umayya talaqquf al-kura, falladhi yahlufu bihi Abu Sufyan, la jannatan wa la nar. Das heißt, nimmt das wie ein Ball und spielt damit. Die Macht, den Islam, nimmt den Islam in den Hand wie ein Ball und spielt damit, womit ich schwöre, gibt es weder Höhle noch ein Paradies. Das heißt, er hat nicht wieder an Höhle, also hat weder an Höhle noch an Paradies geglaubt. Wann war das? 25 Jahre nach dem Ableben des Propheten, sallallahu alaihi wa sallam. Das heißt, der war nicht Muslim. Er war Munafiq. Munafiq ist ein Muslim ohne Gewehr. Ein Muslim bis auf Weiteres.
Das heißt, du kannst heute Muslim sein, aber nur sprechen, aussprechen die Shahada. Deswegen hat der Prophet sallallahu alaihi wa sallam die Shahada, den Islam von allen Araber akzeptiert, von allen Anwesenden akzeptiert. Egal, ob das Herz geglaubt hat oder nicht. Deswegen kam Surat al-Munafiqun. Surat al-Munafiqun, Munafiq, was Munafiq? Munafiq zeigt Glaube und versteckt Unglaube. Das ist Munafiq. Das heißt, im Grunde genommen, der Munafiq ist Kafir. Ne? Er versteckt Kufr in sich. Aber wenn er die Schahada ausspricht, der Prophet muss das annehmen. Er darf nicht zurückweisen. Der Bedingung, dass du im Frieden unter die Macht des Propheten leben durftest, antashhad ash-shahadatayn. Antashhad an la ilaha illallah wa anna Muhammad Rasul. Deswegen sagte der Prophet sallallahu alaihi wasallam, man qala la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah asuma minhu asuma minni damuhu wa 'arduhu wa maluhu. Das heißt, wenn jemand die Schahada ausspricht, dann ist für mich verboten, gegen seine Ehre zu kämpfen, gegen sein Blut und gegen sein Eigentum. Das war natürlich ein Kriegsfall. Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam hat keine Kriege geführt. Ne? Das ist nicht unser Thema heute, aber das ist nicht, dass man denkt, dass der Prophet sallallahu alaihi wa sallam sagt, wer nicht das sagt, der wird umgebracht. Nein, das war ein Kriegsfall. Das heißt, wenn du Frieden brauchst, dann musst du die Sprache, die Shahada aussprechen. Als Frieden gekommen ist, der Christ ist Christ geblieben, der Jude ist Jude geblieben und der Muschrik ist Muschrik geblieben. Ne? Aber wo nicht? Wo die Heiligen stehen. Dort, wo die Mehrheit Muslime waren, hat der Prophet sallallahu alaihi wa sallam dafür gesorgt, dass der Islam dort regiert. So, Abu Sufyan blieb Munafiq und er gab diese Nifaq an seinen Sohn Muawiyah ibn Abi Sufyan. Und sein Sohn Muawiyah ibn Abi Sufyan, wie wir schon gelernt haben, er hat an den Propheten sallallahu alaihi wa sallam gezweifelt. Und er gab diese Unglaube weiter an Yazid. Und Yazid musste diesem Konzept ausführen. Wie wir schon gesagt haben, die Mushrikin hatten keine Probleme gehabt, an einem Gott zu glauben. Damit haben sie keine Probleme gehabt. Womit sie Probleme gehabt haben, ist nur die Menschen, die Botschaft Allahs verkünden. Das heißt, die Vertreter Allahs auf Erden. Khulafa'ullah ala al-Ard. Damit haben sie Probleme gehabt. Weil sie wollten die Vertreter sein und niemand, jemand anders. Denn wenn jetzt der Mushrik sagt, وَمَا نَعْبُدُهُمْ إِلَّا لِيُقَرِّبُونَ إِلَى اللَّهِ زُلْفَى. Das heißt, wir bieten die Steine nur an, damit sie uns näher zu Allah bringen. Das heißt, sie haben eine Religion gehabt. Und diese Religion hat die Vertretung Gottes auf Erden ausgeübt. So, das heißt, sie wollten die Vertreter Gottes auf Erden, aber auf ihre Art und Weise. Und als der Prophet sallallahu alaihi wa sallam gekommen ist, wobei er vorher in ihrem Akzeptanz lag. Das heißt, vorher war er total, sie waren dann mit ihm einverstanden. Also sie haben keine Probleme gehabt mit dem Propheten, sallallahu alaihi wa sallam. Vorher. Er hieß auch As-Sadiq al-Amin. Das heißt, der Wahrhaftige, der Treue. Der Prophet, sallallahu alaihi wa sallam, hieß As-Sadiq al-Amin. Und sie haben ihm immer vertraut und anvertraut. Also die Sachen anvertraut. Wenn sie gegangen sind, haben sie bei ihm Sachen zurückgelassen. Das heißt, der Prophet sallallahu alaihi wa sallam war in den Augen der Araber akzeptiert. Der war in vollem Respekt. Also die haben keine Probleme mit ihm gehabt. Aber als er die Botschaft bekommen hat, wenn du jetzt überlegst, 40 Jahre lang war er As-Sadiq al-Amin. Und als er die Botschaft bekommen hat, war er ein Magier. Er war ein Verrückter. Der war einer, der das sagt, was er nicht weiß, wovon er nicht weiß. So. Und da fing der Krieg an gegen den Propheten sallallahu alaihi wa sallam. Warum? Weil er hat eine Gefahr gebildet gegen sie. Inwiefern? Die Macht. Er hätte sie entmachtet. Haben sie kalkuliert, gemerkt, wenn der jetzt an die Macht kommt, dann verlieren wir unsere Pilgerfahrten, die Pilger, die zu uns kommen, und spenden für die Götzen, opfern für die Tieropfer, also opfern Tiere für die Götzen und so weiter und so fort, haben sie kalkuliert und gemerkt, dass das eine Gefahr für ihre Existenz ist.
Deswegen haben sie Krieg gegen den Propheten sallallahu alaihi wasallam erklärt. Allah subhanahu wa ta'ala sagt in dem Koran als Bestätigung dafür, dass diese Menschen an Gott geglaubt haben, die Mushrikin haben an einem Gott geglaubt, aber anders. Also so wie sie wollen, nicht wie Gott das will. So, Allah sagt in dem Koran, وَلَئِنْ سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ لَيَقُولَنَّ اللَّهَ فَأَنَّ يُفَكُونَ. Das heißt, und wenn du sie fragst, wer hat Himmel oder wer hat die Himmel und Erde erschaffen und euch die Sonne und den Mond dienstbar gemacht, dann werden sie gewiss sagen, Allah. Das heißt, für sie, wie gesagt, war selbstverständlich, dass Allah der Schöpfer ist. Die Probleme waren, wie gesagt, ihr Bedenken war nur gegenüber Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah sagte zu dem Propheten sallallahu alaihi wasallam, dass er ihnen sagt, indem er ihnen gesagt hat, also Allah sprach Muhammad sallallahu alaihi wasallam an und sagt: وَرَبُّكَ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ وَيَخْتَارُ مَا كَانَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ سُبْحَانَ اللَّهِ وَتَعَالَى عَمَّا يُشْرِكُونَ. Er sagt, und dein Herr erschafft, was er will. Und er wählt, was ihm gefällt. Das heißt, Allah erschafft uns und er wählt von uns aus, wem ihm gefällt. Er bestimmt, wer deine Mutter ist. Kannst du bestimmen, wer deine Mutter ist? Egal, jetzt will jemand, wenn irgendeine Frau dich adoptiert. Koran sagt, أمهاتكم اللاتي ولدنكم. Das heißt, eure Mütter sind diejenigen, die euch geboren haben. Nicht, wenn du jetzt eine Mutter sagst, hier nimmst du und sagst, hier adoptierst du mich, dann ist das deine. Die ist nicht deine Mutter. Dein Vater ist dein Vater. Dein Bruder ist dein Bruder. Das heißt, Allah bestimmt, wer deine Mutter ist. Allah bestimmt, wer dein Vater ist. Allah bestimmt, wer dein Bruder ist. Wer dein Vater oder deine Mutter, wer dein Bruder ist. Allah bestimmt jetzt, wer sein Prophet ist. Du kannst nicht sagen, ich jetzt, weil wir die Mehrheit sind, wir dürfen jetzt wählen, irgendein Prophet, der Allah auf Erden vertritt. Das geht nicht. Hier wortwörtlich sagt Allah subhanahu wa ta'ala, und dein Herr erschafft, was er will und er wählt, was ihm gefällt. Nicht ihnen steht die Wahl zu. Gepriesen sei Allah und hoch erhaben über das, was sie anbeten. Das heißt, womit sie Schirk machen. Schirk womit jetzt? Was verstehen wir darunter? Schirk mit der Macht. Das heißt, die Vertretung Gottes. Sie haben keinen Schirk mit der Uluhiyya gemacht. Das heißt, was der Ilah angeht, den Schöpfer angeht, dort waren sie einverstanden, dass der Schöpfer nur eins ist. Aber hier gibt es Schirk, womit? Über wer wählt wem aus. Sie wollten Allah beteiligen an der Macht. Nachdem der Prophet sallallahu alaihi wasallam ihnen erzogen, also sie erzogen hat und ihnen beigebracht, was Tauhid bedeutet, wie Allah das gerne möchte, war alles okay. Aber als er gesagt hat, wir müssen jetzt aber nach dem Gesetz Gottes regieren. وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ. Wer nicht nach dem Gesetz Gottes regiert, das ist ein Kafir. Oder Salimun. Oder Fasiqun. Das heißt, mehrere Verse in dem Koran schmäht denjenigen, die nicht nach Allahs Gesetze regieren. So, jetzt aber, was bedeutet das? Bedeutet das jetzt, wenn der Prophet sallallahu alaihi wasallam sieht, dass die Mehrheit ihn nicht wollen, würde er sie dazu bringen, zwingen, das zu akzeptieren, also ihn als ein Herrscher zu akzeptieren? Nein. Das war nicht der Plan Gottes. Gott sagt zu Muhammad sallallahu alaihi wasallam: وَذَكِّرْ إِنَّمَا أَنْتَ مُذَكِّرْ لَسْتَ عَلَيْهِمْ بِمُسَيْطِرْ. Ermahne sie und du bist nur ein Ermahner
Du wirst sie nicht kontrollieren. Das heißt, du darfst nicht mit Gewalt die Menschen dazu bringen, daran zu glauben, dass du ein Prophet bist. Du darfst das nicht mit Gewalt. Aber warum ist mit Abu Sufyan das der Fall gewesen? Abu Sufyan war als Herrscher der Mushrikin, der den Gläubigen, die an den Propheten sallallahu alaihi wasallam geglaubt haben, unterdrückt hatte. Und da musste der Prophet sallallahu alaihi wasallam diese Menschen in Schutz nehmen, also unterstützen. Und hätte Abu Sufyan nicht die Schahada ausgesprochen, hätte der Islam nicht geschafft, die Macht über Mekka zu behalten. Er war schon drin, der Prophet sallallahu alaihi wasallam. Sie haben Mekka schon eingenommen. Aber Abu Sufyan war stur und wollte nicht. So kam die Zeit jetzt, wo die Muslime, wo die Araber und die Anhänger des Propheten sallallahu alaihi wasallam mit Mühe und Not ihn akzeptiert, dass er ein Prophet ist. Nach langes Hin und Her, 23 Jahre Kampf, 23 Jahre Tabligh, 23 Jahre lang predigen, so dass sie dazu gekommen sind, daran zu glauben, dass er ein Prophet ist. Jetzt, ob sie geglaubt haben oder nicht, das weiß nur Allah. So. Sogar Wahshi, der Mörder von seinem Onkel Hamza. Wahshi ist Mörder, wie wir kennen, hat getötet den Onkel von Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Als der Prophet ihn sah, war er natürlich wütend auf ihn. Er wollte sich für seinen Onkel rächen, weil das hat ihm wirklich weh getan. Also den Tod seines Onkels war eine große Tragödie für den Propheten sallallahu alaihi wasallam. Als er Wahshi sah, dass er vor ihm am Beten war, er sagt, ich richte nach dem, was ich sehe. Und Allah richtet nach dem, was in deinem Herzen ist. Geh vor meinem Gesicht. Das heißt, er hat danach gerichtet, was er gesehen hat. So. Und die Zeit ist gelaufen, waren die Muslimen 124.000 Gefährten, die die Schahada aussprachen und die dem Propheten sallallahu alaihi wasallam ihre Bay'a, also die meisten von denen, beziehungsweise die berühmtesten von denen, die Bay'a abgelegt haben, das heißt Eidesschwur, dass sie ihn gehorchen, dass sie das tun, was er ihnen sagt. Und lief alles bis dahin gut, bis Yawmul Ghadir, bis der Prophet sallallahu alaihi wasallam sich entschieden hat, für die Nähe Allahs, nämlich zu sterben, sagte er, Yushaku an Ud'a fa Ujib, es wird Zeit kommen, dass ich meinen Herrn antworte, das heißt, dass ich zurückkehre zu meinem Herrn. Und ich werde euch wieder treffen. Ich werde euch wieder treffen. Wo? Am Haud, Haud al-Kawthar. Da in Fort al-Qiyama. Wir werden dort uns treffen, bevor entschieden wird, wer in die Höhle geht und wer ins Paradies. Dort ist ein Bach, dort ist ein Haud, ist ein, sagen wir, ein Fluss oder ein Bad mit Wasser, und dort werden wir uns treffen und ich werde euch fragen. Ich werde euch fragen, sagt der Prophet sallallahu alaihi wasallam. Bevor er dazu kam, sagte, Atashhadun an la ilaha illallah, bezeugt ihr, dass es nur einen Gott gibt? Er wollte die Bestätigung wieder haben, wieder nehmen, von ihrem Münder, damit sie nachher nicht sagen, wir haben nicht mitgekriegt, wir haben nicht mitbekommen. Sagt, Nashhadu an la ilaha illallah. Fragte die Grundsätze des Islams, eine Frage nach der anderen. Also stellte alle Fragen in Reihe nach, so wie sich das gehört. Er hat sie nach Al-Maut, das heißt Wiederauferstehung, dass ihre Herzen wieder wachgeschüttelt werden. So, wenn sie an den Tod denken, haben sie gesagt, Rasulullah bin. Glaubt ihr, dass ich Rasulullah bin? Sagt, Nashhadu annaka Rasulullah. قد أتقمت الصلاة وأتيت الزكاة وأمرت بالمعروف ونهيت عن المنكر وجهدت في الله حق جهاده. Wir haben zugegeben, wir glauben, dass du der Gesandte Gottes bist. Du hast das Gebet verrichtet
und Zakat entrichtet. Ha? Und du hast die Jihad verübt. Ne? Bis der Tag gekommen ist, wo du dich entschieden hast, Allah näher zu kommen oder uns zu verlassen. Dann sagt er, atashhaduna bi anni awla bil mu'minina min anfusihim. Das heißt, wenn wir jetzt, warum wiederholen wir das immer wieder? Warum? Weswegen wir wiederholen diese Sache? Weil die ist so dermaßen wichtig für die Geschichte, für Gegenwart und für die Zukunft. Warum? Weil der Prophet sallallahu alaihi wasallam hat diese Aufzählung der Grundsätze so betont, wiederholt, nachdem sie geglaubt haben, nachdem sie behauptet haben zu glauben, wiederholt er das und sagt, ist euer Allah, ist euer Gott Allah, sagt la ilaha illallah. Wozu ist die Frage? 23 Jahre hast du gearbeitet und wir haben doch dir immer gesagt, ashhadu an la ilaha illallah. Und wir haben gebetet und wir haben gepilgert. Und das war die Pilgerfahrt, die letzte Pilgerfahrt, die erste und die letzte des Propheten sallallahu alaihi wasallam. Und die hieß auch Abschiedspilgerfahrt. So, wozu wiederholt der Prophet sallallahu alaihi wasallam alles wieder? Warum? Warum? Damit er uns sagt, wenn ihr das nicht glaubt, was ich euch jetzt sage, dann nützt eure Tauhid nicht, nützt eure Glaube an Mi'ad nicht, nützt eure Glaube an Jannah nicht, nicht nützt eure Glaube an Jahannam nicht. Nicht nützt eure Glaube nicht an Tawhid, an Allah subhanahu wa ta'ala. Nützt nicht. Weil am Ende, was hat er gesagt? Atashhaduna bi anni awla bil mu'minina min anfusihim. Bezeugt ihr, dass ich bevorzugter an den Gläubigen als sich selbst? Als sie ja gesagt haben, sagte er sofort drauf hin, sagte er, faman kuntu maulahu fahada aliyum maula. Wem ich sein Maula bin, so ist Ali sein Maula. Nicht nur das. Macht ihr Dua und sagt Allahumma wali man wala. Ein Dua des Propheten sallallahu alaihi wa sallam. Wann? Nach der letzten Zeremonie des Islams. Nach den letzten Riten des Islams. Nämlich Al-Hajj. Machte der Prophet sallallahu alaihi wa sallam. Nachdem die Muslime gereinigt wurden. Weil wenn man Hajj macht, wird gereinigt. Allah vergibt ihnen seine Sünden. Nachdem sie gereinigt wurden, der Prophet sallallahu alaihi wa sallam nahm von ihnen diese Zeugnisse und dann die Bestätigung dafür, dass wem ich sein Maula bin, fa'aliyun Maula, so ist sein Maula Ali, Allahumma wali man wala, o Allah, sei Maula für diejenigen, die Ali als Maula nehmen. Was sagt Allah subhanahu wa ta'ala im Koran? Allahu waliyul ladina amanu. Das heißt, Allah ist Maula für wem? Für diejenigen, die geglaubt haben. وَالَّذِينَ كَفَرُوا لَا مَوْلَ لَهُمْ. Das heißt, und diejenigen, die Kufr gemacht haben, die haben keinen Maula. Wem haben sie als Maula? Shaitan. اللَّهُ وَلِيُّ الَّذِينَ آمَنُوا. Der Prophet sagt, أَلَسْتُ أَوْلَى بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنْفُسِهِمْ. Bin ich Aula? Das heißt, nicht Maula, Aula. Aula heißt bevorzugter als dich selbst. Das heißt, wer ist besser als dich selbst, außer du? Wer ist wichtiger für dich? Du bist das Wichtigste für dich. Danach kommen deine Kinder, deine Eltern, kommt alles nachher. Du passt immer auf dich auf, am meisten. Du achtest immer drauf, dass du gut isst, du gut trinkst, du gut anziehst, gut aussiehst. Du denkst an dich, im Endeffekt. Egal wie wichtig du für dich bist, der Prophet sallallahu alaihi wasallam ist wichtiger. Sagt der Prophet sallallahu alaihi wasallam, wenn man kuntu maulahu fa'aliyun maula, so wem ich sein Maula bin, aber in dieser Art, das heißt aula bihi min nafsihi, so Ali ist sein Maula. Wenn ich Maula für dich bin und wichtiger als dich für dich bin, dann ist Ali genauso. Dann macht der Dua Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sagt Allahumma wali man wala, وعادي من عادى وانصر من نصره واخذل من خذله. Was für ein Dua, ya Rasulullah. O Allah, sei Beistand für diejenigen, die für ihn Beistand sind, für Ali. Und sei, lass diejenigen, die ihn im Stich lassen, lass sie im Stich.
Das heißt, wenn Ali sich entscheidet für einen Krieg, musst du mit ihnen aufziehen. Du musst auf seiner Seite sein. Sonst Allah lässt dich in Dunya im Stich. وَأَدِرْ مَعَهُ الْحَقْ حَيْثُ مَدَارْ. Und lasst Haq mit ihnen da sein, wo er ist. Geht Ali rechts, dann ist Haq mit ihm. Geht Ali links, dann ist Haq mit ihm. Das ist ein Dua des Propheten, sallallahu alaihi wa sallam. Und Dua Muhammad Mustajab. Als Allah zu Musa gesagt hat, قَدْ أُتِيتَ سُؤْلُكَ يَا مُوسَى. Du hast dein Dua. Wir haben dein Dua erhört. Und als Allah Adam erhört hat, als er Ibrahim erhört hat, als er gesagt hat, Allahumma ij'al hadha al-balad amina, mach mal diese von Mekka, mach mal Mekka als Sicherheitsland, hat Allah ihn erhört. Allah hat alle Propheten erhört. Aber Muhammad war sein Liebling. Er war Habibullah. Und wenn er ein Dua gemacht hat, wer zweifelt daran, dass Allah ihn erhört hat? Wer zweifelt daran? Außer ein Munafiq und ein Kafir. Und er hat ein Dua gemacht und gesagt, Allahumma wali man wala. Bist du wali? Dein Ali ist Maula? So ist Allah dein Maula, sagt Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bist du Alis Feind? So ist Ali dein Feind. Egal wer du bist. Bist du Frieden? Allah ist mit dir zufrieden. Bist du Krieg? Hast du Krieg gegen Allah geführt? Die Muslimen haben immer Ja und Amen gesagt. Aber als das zur Sache gekommen ist, wo der Prophet sallallahu alaihi wa sallam alles niederschreiben wollte, standen sie auf und haben sich gegen ihn aufgelehnt und gesagt, uns reicht der Koran, denn der Prophet spricht Unsinn. Dort, nach ein paar Tagen, nachdem er von ihnen die Bestätigung bekommen hat, war einen Tag, hieß Donnerstag. Und hieß der unglückliche Donnerstag. Das befindet sich in Sahih Bukhari und Sahih Muslim. Und die Sihah alle, nicht Sahih Bukhari, Sahih Muslim, alle Sihah, alle Bücher der Muslimen reden über diesen Tag. Heißt Yawm al-Khamis, Raziyatu Yawm al-Khamis. Der Trauertag von al-Khamis. Warum? Sagt Ibn Abbas. Was da geschah, was dort zwischen den Propheten und den Anwesenden geschah. Was ist geschehen? Der fing an zu weinen, Ibn Abbas. Er sagt, als der Prophet schwer krank wurde, rief er seine Gefährten und sagte, kommt mit einem, was zu schreiben. Kommt her, mit was zu schreiben. Damit ich euch was schreibe. Was euch vor Höhlenfeuer rettet. Was euch vor Irrtum schützt. Da standen die auf und gesagt, Hasbuna Kitab Allah, uns reicht der Koran. Der Gesandte spricht Unsinn. Der Gesandte wurde oder ist von Krankheit besiegt worden. Dort spalteten sich die Muslime. In der letzten Zeit des Propheten, sallallahu alaihi wa sallam, einige sagten, kommt her, lasst ihn was schreiben. Und der andere Gruppe sagt, nein, uns reicht der Koran. Und so ist der Prophet sallallahu alaihi wa sallam gestorben. Nach 3 Tagen ist er gestorben. Und die Muslime sind gespalten. Und da fing die Fitna an. Das heißt, Allah wählt aus, wem er will. Und hat er den Propheten beauftragt zu sagen, was Allah will. Aber die Menschen wollen was anderes. Die Menschen wollen Demokratie. Die Menschen wollen selber wählen. Die Menschen wollen selber regieren. Sie wollen die Macht haben. Und deswegen haben sie es abgelehnt. Die Zeit ist gegangen. Und die Zeit ist vergangen. Und blieb Maula al-Mu'minin, der Maula der Gläubigen, blieb einsam. 25 Jahre lang.
25 Jahre lang blieb Ali ibn Abi Talib, der Maula, den der Prophet sallallahu alaihi wasallam als Maula ernannt hat, blieb er zu Hause. Hat sich mit Pflanzen beschäftigt. Deswegen die meisten Dattelbäume in Medina, hat Ali ibn Abi Talib gepflanzt. Er hat sich mit den Pflanzen beschäftigt. Einer fragt ihn, weswegen kämpfst du nicht für dein Recht? Sagte er, seht ihr diesen Kaaba? Sag ja. Sag, wenn du pilgern willst, kommt die Kaaba zu dir oder du gehst zur Kaaba? Sag, ich gehe zur Kaaba. Er sagt, wenn du nicht zur Kaaba gehst, was sagt Allah subhanahu wa ta'ala? فَإِنَّ اللَّهُ غَنِيٌ عَنِ الْعَالَمِينَ وَمَنْ كَفَرْ, das heißt, wer Kufr macht, Allah ist reich, das heißt, braucht er euch nicht. Und ich bin zwischen euch wie Kaaba. Kommst du zu mir, bin ich dein Imam. Lehnst du mich ab, dein Maula ist Shaitan. Wortwörtlich, die Zeit ist vergangen. Und Ali ibn Abi Talib hat von seinem Bruder Muhammad sallallahu alaihi wa sallam ein Verbot bekommen. Ja Ali, wenn du Helfer siehst, wenn du Helfer bekommst, 40 Mann, die dich unterstützen, dann kämpfe dafür, dass du dein Recht zurückbekommst. Und wenn nicht, behalte dein Schwert weg von den Muslimen. Das war eine Wasiyah. Nicht mal 40 Mann hat Ali ibn Abi Talib a.s. gehabt. Wo sind diejenigen, die gesagt haben, Nashhad bi annaka Rasulullah, Nashhad? Wo sind diejenigen, die Ja und Amen gesagt haben? Nicht mal 40 Mann blieben mit diesem Mann. Das bedeutet, er war Maula von nicht mal 40 Mann waren damit einverstanden, das zu praktizieren, was sie da bestätigt haben. Die Zeit ist vergangen und der Prophet sallallahu alaihi wasallam hat Ali alaihi salam alles erzählt, was mit ihm passieren wird. Eines Tages der Prophet sallallahu alaihi wasallam in der Moschee und fing an zu weinen. Der Ali ibn Abi Talib fragt ihn, weswegen weinst du, ja Rasulullah? Er sagt, ich weine über das, was mit euch, meine Familie, passieren wird. Es gibt Menschen, die ihren Hass in sich eingepflanzt haben. Und sie werden das erst zeigen, wenn ich weg bin. Wenn du Sabr haben kannst, dann hab Sabr. Sie werden das mit dir tun. Sie werden deine Frau töten. Sie werden deine Kinder töten. Du wirst getötet. Ali Muhammad sallallahu alaihi wasallam sind alle umgebracht worden. Niemand von Ali Muhammad sallallahu alaihi wasallam ist auf dem Bett gestorben. Alle entweder mit Schwert oder mit Gift. Diese Terroristen, haben wir gesagt, haben ihr Terror nur als allererstes gegen den Propheten sallallahu alaihi wasallam verwendet. Terroropfer als allererstes war Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Und kurz danach, man redet von 72 Tagen, danach war seine Tochter Fatima alaihi wasallam. Und nach 30 Jahren war Ali ibn Abi Talib. Und davor, weil Ali den Plan kannte und als er gehört hat, was mit seinem Sohn passieren wird in Karbala, was mit Hussein passieren wird in Karbala. Sie haben natürlich jeden Tag darüber geredet. Das war ein Tagesgespräch, Familientagesgespräch zwischen Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam und Ali und die Kinder. Und die haben gewusst, was in Karbala passiert. Wir haben schon in den vergangenen Tagen von Musnad Ahmad ibn Hanbal was zitiert, wo Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam auf der Kanzel stand und Jibril kam zu ihm mit Turba von Karbala, fing an zu weinen, der Prophet sallallahu alaihi wa sallam. Ahlul Bayt haben alles mitbekommen. Hussein war ein kleines Kind, hat er mitbekommen. Dann hat Ali a.s., als Fatima gestorben ist, mit seinem Bruder Aqil gesprochen und gesagt, er war Nassaba. Aqil war Nassaba, ein Genealogiewissenschaftler sozusagen. Er kann wissen, von welchem Stammbaum du kommst. Ne? Wenn du ihm deinen Nachnamen sagst, wer dein Vater ist und so, er konnte wissen,
von wo du herkommst. So dann, Ali sagte zu seinem Bruder Aqil, er sagt, such mir eine Frau, die aus einem Stamm kommt, die einen starken Stamm kommt, dass ihr Vater und ihr Onkel Löwen sind. Dann hat er ihn eine Frau gefunden, hieß Leila. Leila war Frau von Ali ibn Abi Talib alayhi salam. Es gibt aber Überlieferungen, die besagen, dass sie auch Fatima hieß. Fatima oder Leila. Aber die authentischsten Überlieferungen deuten darauf hin, dass sie Fatima hieß. Und Hassan und Hussein und Zainab und Umm Kulthum waren kleine Kinder. Noch. Und immer wenn er sie gerufen hat, Fatima, haben sie sich an ihre Mutter erinnert. Dann hat sie ihm gesagt, oh Ali, jedes Mal, wenn du mich rufst, ich sehe die Tränen in den Augen von deinen Kindern. Bitte ruf mich nicht mehr Vater. Die bekam von Ali ibn Abi Talib 4 Kinder. Das erste Kind, den sie bekommen hat, war Abbas. Den sein Tag heute ist. Warum hat Ali zu Qasim gesagt, zu Aqil gesagt, er soll ihn eine starke Frau von einem starken Stamm bringen. Sagt, warum? Er fragte ihn. Er sagt, damit sie mir starkes Kind gebärt, den mein Sohn nachher in Karbala unterstützt, Hussein alaihissalam. Jetzt, Hussein alaihissalam, er hört alles. Er hat von den Propheten gehört, dass was mit ihm passieren wird. Das heißt, Hussein hat Karbala erlebt, wo er noch ein Kind war. Er hat gehört, was mit ihm passieren wird, dass er geköpft wird, dass sie ihn zerstückeln werden, dass er alleine nachher in Karbala auf der Wüste liegen wird, durstig, hungrig. Er wird seine Familie vor sich verlieren. Hat alles mitbekommen. Jetzt bekommt er mit, dass er einen kleinen Bruder bekommt. Abbas. Als Abbas alayhi salam geboren ist, nahm Ali ibn Abi Talib, sein Vater, nahm er seine Hände und fing an zu küssen, rechts und links und weint. Die Mutter fragt, weswegen küsst du die Hände von dem Jungen und warum weinst du? Er sagt, der wird seine beiden Hände für seinen Bruder verlieren. Nachdem er an Shatul Furat, an den Euphrat geht, um etwas Wasser für meine Kinder zu bringen. Die werden seine Hände trennen. Und so liebt er Ali a.s. von Trauer zum Trauer mit den Kindern. Und sie sind alle mit Trauer aufgewachsen. Die Zeit ist vergangen und Abbas zog mit Hussein a.s. Richtung Karbala auch mit auf. Und als sie dort stationierten, fing der Durst an, einen Tag nach dem anderen, weil sie nicht mehr ans Wasser durften. Die Armee stand ans Wasser und hat Ahlul Bayt alayhum salam daran verboten, ans Wasser zu kommen. Weil sie wussten, und sie haben selber gesagt, Umar ibn Sa'd hat gesagt, wir können diese Menschen erst besiegen, wenn sie verdursten. Wenn solange diese Menschen trinken, wir werden sie nicht besiegen können. Sie werden gegen uns so lange kämpfen, bis wir alle ausgerottet werden. Warum? Weil sie wissen, wessen Kinder sie waren. Kinder von den Löwen Gottes. Jedes Mal, als einer von den Haschimiten, von den Kindern von Hussein a.s., sei Ali al-Akbar, den sein Tag gestern war, haben wir verpasst. Wir werden inshallah morgen nachholen. Deswegen machen wir heute den Tag von Abbas, a.s. Normalerweise, Ali al-Akbar ist vor Abbas, der erste Hashimi, der als Märtyrer in Karbala fiel, war Ali al-Akbar, a.s. Und er hat seinen Tag, und morgen werden wir, inshallah, seinen Tag, normalerweise morgen ist der Tag von Al-Qasim, wir wollten gerne Zaffatul Qasim morgen, inshallah, auch machen, dann machen wir heute von Al-Abbas. Al-Abbas alayhi salam ist Qadi al-Hawa'ij.
Zögert nicht zu fragen. Ich sag euch, nützt das aus. Es gibt hier Geschwister, oder Schwestern besser gesagt, die hierher gekommen sind. Und sie haben Probleme gehabt, schwanger zu werden. Und ich rede jetzt von 3 Schwestern. Sie haben an diesem Tag diese, wir nennen das Aqd. Aqd. Die haben diese Aqd gemacht bei Al-Abbas a.s. und haben sich gewünscht, schwanger zu werden. Alle 3 sind schwanger geworden. Alle 3 haben Kinder bekommen. 3 Jahre hintereinander. Es gibt aber auch eine Schwester, die viel Probleme gehabt hat. Und ich will nicht über ihre Probleme reden, aber sehr viele Probleme, komplizierte Probleme, die unlösbar waren. All ihre Wünsche sind erfüllt worden. Und sie hat heute ausgegeben. Hat heute ausgegeben. Und sie hat erzählt, was mit ihr passiert ist. Und hat sie darüber geweint. Deswegen zögert nicht nach, also eure Wünsche zu fragen, Allah zu fragen. Allah erhört euch. Behaqqi Abu Fadl Abbas. Wegen Abu Fadl Abbas, wegen diese reinen Menschen, die sich für Allah und für den Islam geopfert haben, werden all eure Wünsche, egal wie schwer die sind, werden erfüllt. Solange sie auf Allahs Weg sind. Deswegen zögert nicht heute, Allah zu fragen, euch in Richtung Kaaba, inshallah, zu stellen und im Namen von Abu Fadl Abbas zu fragen. Allah erhört. Allah mag gerne angebetet werden, so wie er möchte. Es gibt Plätze, wo Allah gerne mag, angebetet zu werden, wie Kaaba zum Beispiel, wie Mekka, wie die Moscheen, wie Medina. Dort sind Plätze, wo Allah gerne mag, dass er von dort angebetet wird. Und Allah subhanahu wa ta'ala möchte gerne angebetet werden durch Menschen, die er selber aussucht. So wie er Adam ausgesucht hat und für die Engel gesagt hat, sie sollen sich für ihn niederbeugen. Haben sie das getan, bis auf Iblis. Er hat gesagt, bietet mich an, beugt euch nieder für mich, dann wäre das leichter gewesen. Aber alle Engel haben sich niedergeworfen, bis auf Iblis. Und es gibt Menschen, die Allah subhanahu wa ta'ala auserwählt. Er erschafft, was er will und wählt aus. Und wir haben nicht die Wahl. Sallallahu alaihi wa sallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Abu al-Fadl al-Abbas, der Bruder von Zainab, der Bruder von Hassan, von Hussein, alaihi salam, Saqi al-Atasha, der das Wasser immer für die Familie gebracht hat. Seitdem er ein Kind war, als Baby, saßen sie eines Tages, die Familie saß sich zusammen und Hussein hat Durst gehabt. Hussein, a.s., hat Durst gehabt und Ali Bad al-Abbas war so ein kleines Kind, war gerade am Laufen sozusagen, hatte gerade gelernt zu laufen. Lief Abbas a.s., rannte in der Richtung Brunnen und dann wollte er Wasser für seinen Bruder Hussein a.s. bringen. Er nahm so eine Schüssel, machte auf seinen Kopf und kleckerte immer das Wasser über seine Hände. Und da fing Ali ibn Abi Talib wieder an zu weinen. Hat sich erinnert, was dann nachher im Karbala passieren wird. Und das hat sich erfüllt, das hat sich verwirklicht. Die Zeit ist vergangen und die Familie des Propheten sallallahu alaihi wa sallam stationierte dort in Karbala und der Durst hat angefangen, die Zungen der Familien, der Familie des Propheten sallallahu alaihi wa sallam zu trocknen. Die Brüste der Mutter, der stillenden Mutter, waren trocken geworden. Und da war ein kleines Kind, hieß Abdullah Radir, ein Baby von Hussein alaihi salam, der knappe 6 Monate alt war. Und er war ein Säugling. Und immer wenn die Kinder was gewünscht haben, gingen sie zu ihrem Onkel.
zu Abbas. Und Abbas hat immer wieder ihre Wünsche erfüllt. Aber an dem Tag wollten sie trinken. Das, der einzige Wunsch der Familie war trinken. Die Kinder haben geweint. Die Säuglinge haben geweint. Und die Mutter von Abdullah Radia ging zu Abbas und sagte, ich habe keine Milch mehr in meiner Brust. Ob du uns diesen Gefallen tust und Wasser bringst. Wie viele Menschen standen dort und haben das Wasser gesperrt? Das waren 4000. 4000 Männer standen an das Wasser, damit keiner von Ali Muhammad sallallahu alaihi wasallam ans Wasser kommt. 4000 Menschen, die La ilaha illallah gesagt haben. 4000 Muslime, die nur die Schahada aussprachen. 4000 Munafiq standen sie ans Wasser, an das Wasser und ließen niemanden rankommen. Denn sie wussten, wie wir schon gesagt haben, wenn sie trinken, dann haben sie Energie. So waren die Söhne. Ein nach dem anderen. Geht Abbas, alayhi salam, will die Wünsche der Kinder. Hussein, alayhi salam, hätte ihn nie erlaubt zu kämpfen. Denn Abbas war der Träger der Fahne der Familie des Propheten, sallallahu alayhi wa sallam. Und der Träger der Fahnen im Islam war immer der Stärkste, der Mutigste, der Tapferste. Und der Stärkste, der Mutigste, der Tapferste war in dem Moment Abbas. Abbas war für Hussein die Armee. Armee von Hussein. Nannte ihn auch meine Armee, Abul Fadl Abbas. Hätten die Kinder nicht nach Wasser verlangt, hätte Hussein Abbas nicht erlaubt zu gehen. Aber das war ein Sondererlaubnis. Wasser holen für die Kinder. Er ging nach Euphrat, hat gekämpft. Man redet von mehrere, sagen wir, Zehnerpakete von diesen Menschen, die umgelegt wurden mit dem Schwert von Abul Fadl Abbas, so dass er ans Wasser gekommen ist. Er ging ans Wasser und schöpfte so ein bisschen in der Hand. Und als er das gefühlt hat, wie kühl das Wasser war, sprach er mit dem Wasser und mit sich selbst, mit seiner Seele. Wie wir schon gesagt haben, das Wichtigste ist für dich was? Du selbst, deine Seele, dein Nafs, sagte er, ja Nafsu min ba'dil Hussein huni. O mein Nafs, nach Hussein soll es dir alles egal sein, ob du am Leben bleibst oder stirbst. Er redet mit seinem Nafs. Sein Nafs hat Durst. Er hat auch Durst, Abbas a.s. gehabt. Er nahm das Wasser kurz davor, vor seinen Lippen. Und er sprach mit dem Wasser. Er sagt, ja Nafsu min ba'dil Hussein huni. Wa ba'dahu la kunti au takuni. Das heißt, nach Hussein, ob du am Leben bleibst oder nicht, soll es dir egal sein. Hada Hussein waridul manuni. Hussein steht kurz vor dem Sterben. Wa tashrabina baridul ma'ini. Und willst du das Wasser trinken? Das ist die Liebe zu Hussein alayhi salam. Abbas zeichnet uns die Liebe für Hussein, die wahre Liebe für Hussein alayhi salam, zu Hussein alayhi salam auf. Er ließ das Wasser und machte seine Beutel mit dem Wasser voll und wollte Richtung Hussein gehen. Umar bin Sa'd, la'anahullah, rief seine Armee, sagt, versucht mit all eurer Macht, diesen Mann zu stoppen. Wenn er das schafft, an Hussein zu kommen und dass Hussein und seine Kinder und die anderen Männer trinken, werden wir nie siegen, werden wir nie triumphieren, wir werden verlieren. Dann rannten sie alle gegen Abbas. Abbas war sein Kopf wo? Bei den Kindern, die dort weinen, die auf das Wasser warten. Und er hörte das Weinen der Kinder. Und marschierte Richtung Zelten. Und dann liefen sie alle hinter ihm. Einer haut mit dem Speer. Einer haut mit dem Schwert. Anderen hauen mit Steinen, mit Felsen.
und trennten sie seine Hände von seinem Körper ab. Beiden Händen und fielen auf den Boden. Als sie den Rechten getrennt haben, der rechten Hand getrennt haben, sagt Abbas, Wallahi, wenn ihr meinen Rechten trennt, ich werde für immer für meine Religion kämpfen und für einen Imam, der Sadiq al-Amini ist. Er gab ihm was? Diese Bezeichnung von Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Er sagt, Wallahi, lau qata'tum yamini, lau hami abadan an dini wa an imamin sadiqin amini. Und dann haben sie ihn seinen linken abgetrennt. Und der rief, O Sohn meines Vaters, O Hussein, O mein Imam, adrikni. Und der lief Hussein a.s. in der Richtung zu Abbas. Das erste, was er sah, waren die Hände. Die Hände von Abbas. Und diese Hände wurden von den Masumin geküsst. Nicht nur Ali ibn Abi Talib hat die Hände von Abbas geküsst, sondern Hassan hat die Hände von Abbas geküsst. Hussein hat die Hände von Abbas geküsst. Ali Sajjad hat die Hände von Abbas geküsst. Und man redet auch, eventuell war Muhammad al-Baqir alayhi salam, hat die Hände von Abbas geküsst. Ali, Hassan, Hussein, Ali, Muhammad, fünf Masumin haben diese Hände von Abul Fadl al-Abbas geküsst, damit du weißt, was bedeutet die Hand von Abul Fadl al-Abbas. Damit du weißt, was das bedeutet. Die waren so heilig. Warum? Weil sie trugen das Wasser für die Familie des Propheten, sallallahu alaihi wa sallam. Dort in Qiyama, wo wir alle dursten werden, dort in Qiyama, wo jeder Mensch sich ein Tropfen Wasser wünscht, steht As-Saqi al-Hawd, Ali ibn Abi Talib, und gibt dir was zu trinken aus dem Kauthar, wenn du heute deinen Tränen für diesen jungen Mann von dem Imam, von Imam Ali alayhi salam, fließen lässt. Weint über Al-Abbas, denkt an Al-Abbas, denkt an Karbala, denkt an die Hütze dort, denkt an Radir, Abdullah Radir, den Säugling von Hussein alayhi salam, der dort gedurstet hat, denkt an allen aufrichtigen Helfer von Hussein alayhi salam, die einen nach den anderen dort als Märtyrer fielen. Denkt an Zainab alayhi salam, die mit Hoffnung immer gewartet hat. Gleich kommt Abbas. Wo ist Abbas? Und sie rief, ihre Seele rief, Ya ayyuhal Abbas, tamdi qati'a ras, قل لأخير الناس من خمد الأنفاس. Sie rief Abbas, O Abbas, du bist jetzt ohne Hände. Wer stillt unser Durst? Sag mir, O du Sohn der Besten, wer stillt unser Durst? Und der Durst blieb. Und Abbas ging zu seinem Schöpfer, ging zu seinem Opa Muhammad sallallahu alaihi wa sallam, ging zu der Mutter, die nicht seine Mutter war, aber er hat seine Seele für ihren Sohn geopfert, für Hussein salam. Ya uyun al-qalbi judi من أنين الباكيات أو Augen, lass mal die Tränen fließen
Für die Weinenden, die über Hussein und Abbas geweint haben. واندبي عباس لما نحونا وحي المكرمات نادته يا عمري قد كسر ظهري ناداته يا عمري قد كسر ظهري نادى تريد الماء إلا يا عباس يا أيها العباس تمضي قطيع الرأس قل لي أخير الناس من خمد الأنفاس voller Traurigkeit, voller Trauer rief sie nach Abbas. Aber diese Stimme, die sie immer genossen hat, wird sie nie wieder hören, Zainab, salamullah alaiha. Zainab hat diesen Löwen verloren, mit der Hoffnung, dass er irgendwann wieder, wie immer, sie bedient mit der Liebe, sie bedient mit dieser Wärme, die er sie immer geschenkt hat. Abbas lief mit ihr immer, wenn sie auf dem Weg war, wenn sie aus dem Haus ging. Abbas stand vor der Sonne und ließ diese Strahlen nicht an dem Gesicht von Zainab alaihi salam kommen. So war Abbas für Zainab und so war Abbas für Hussein und für Hassan und für die kleinen Neffen. Die kleinen Kinder von Hussein a.s. Alle waren voller Hoffnung. Alle haben an den Klamotten von Abbas geklammert. Haben sich dran gehalten. Abbas, wirst du das schaffen heute wieder? So wie du es jetzt gemacht hast. Du hast es immer geschafft, unsere Wünsche zu erfüllen. Hussein a.s., als er dort ging und er sah nur die Hände von Abbas, der ging zu Abbas a.s., der lag auf dem Boden und ein Pfeil im Auge. Und Abbas redet mit Hussein, als Hussein versucht hat, ihn zu tragen. Er sagt, nein, lass meine Leiche hier. Warum, Abbas? Er sagt, ich schäme mich, dass ich ohne Wasser zu deinen Kindern komme. Ich schäme mich. Ich möchte lieber sterben, als nicht diese Wünsche von den Kindern zu erfüllen. Und dort verließ Abbas sein Leben. Und dort blieb die Hoffnung von Zainab alaihi salam offen, ihren kleinen Bruder wieder zu sehen. Inna lillah wa inna ilayhi raji'un. وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون والعاقبة للمتقين والحمد لله رب العالمين السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين لا إله إلا الله إلها واحدا ونحن له مسلمون لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه مخلصين له الدين ولو كره المشركون لا إله إلا الله ربنا ورب آبائنا الأولين لا إله إلا الله وحده 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 أنجز وعده ونصر عبده وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده فله الملك وله الحمد يحيي ويميت ويميت ويحيي وهو حي لا يموت بيده الخير وهو على كل شيء قدير نستغفر الله
الذي لا إله إلا هو الحي القيوم ونتوب إليه. اللهم اهدنا من عندك، اللهم اهدنا من عندك يا الله يا الله يا الله يا الله تيمال يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله. وافض علينا من فضلك، وانشر علينا من رحمتك، وانزل علينا من بركاتك. سبحانك لا إله إلا أنت، اغفر لنا ذنوبنا كلها جميعا، فإنه لا يغفر الذنوب كلها جميعا إلا أنت. اللهم إنا نسألك من خير، من كل خير أحاط به علمك، ونعوذ بك من كل شر أحاط به علمك. اللهم إنا نسألك عافيتك في أمورنا كلها، ونعوذ بك من خزي الدنيا وعذاب الآخرة، ونعوذ بوجهك الكريم وعزتك التي لا ترام وقدرتك التي لا يمتنع منها شيء من شر الدنيا والآخرة ومن شر الأوجاع كلها. يا الله 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 يا الله. ومن شر كل دابة أنت آخذ بناصيتها، إنا ربي على صراط مستقيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، توكلنا على الحي الذي لا يموت، والحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل، وكبره تكبيرا. لا إله إلا الله محمد رسول الله، علي ولي الله، أندب الحسين، ألطم على الحسين، لبيك يا حسين، 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 لبيك يا حسين. جمر ينزل عتب يحمي على وعوده، على وعوده دمع زينب على سنوده. جمر ينزل عتب يحمي على وعوده، يا ابو الاحساس، يا ابو الاحساس كلام الناس يا ديني، على الجفي نسق لك وين دليل. يا عباسي اخوت محيوبة بخوتها، اذا جاري الزمان وراه ذلتها. يا عباسي اخوت محيوبة بخوتي، إذا جاري الزمان ورا ذلتي. عجيب العيدها مثلك تجري دمعتي، على عنادك تشوف عداك ضربتها. يا من رايت علي بيمنا زيارة الوارثة. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليك يا وارث الدماء صبت الله. السلام عليك يا وارث نوح نبي الله. السلام عليك يا وارث إبراهيم خليل الله. السلام عليك يا وارث موسى كليم الله. السلام عليك يا وارث عيسى روح الله.
السلام عليك يا وارث محمدين حبيب الله السلام عليك يا وارث أمير المؤمنين ولي الله السلام عليك يا ابن محمد المصطفى السلام عليك يا ابن علي المرتضى السلام عليك يا ابن فاطمة الزهراء السلام عليك يا ابن خاتجة الكبرى السلام عليك يا طار الله وابن طاره وبيت المفتور أشهد أن قد أقمت الصلاة وأتيت الزكاة وأمرت بالمعروف ونهيت عن المنكر وأتيت الله ورسوله حتى أتقى اليقين ولأن الله أمة قتلت ولأن الله أمة ظلمت ولأن الله أمة سمعت بذلك فراض يدمي يا مولاي يا أبا عبد الله أشهد أنك كنت نورا في الأسلاب الشامخات وأرحم المطهرة لم تنجز كلياه وليتي بأنجاسها ولم تلبث قم المودة الهممات يا بها وأشهد أنك من دعاء الدين وارقان المؤمنين وأشهد أنك الإمام البار والتكي راضي الزبقي المهدي الحادي المهدي وأشهد أن نائمة من ولد كلمة التقوى وعلام الهدى ونور البثقى وحجة على أهل الدنيا وأشهد أن لا وملائكته وأنبيائي ورسلي أني بكم مؤمنون وأبيابكم مؤمنون والشرع الديني وحواتمي عملي وقلبي لقلبكم سلمون وأمري لأمركم متبعون صلوات الله عليكم وعلى واهلكم وعلى سادكم وعلى أجسامكم وعلى شاهدكم وعلى غائبكم وعلى ظاهركم وعلى باطنكم بأبي أنت أمي يا ابن رسول الله يا أبا عبد الله لقد عظمت أرضية وجلتي مستبت بك علينا وعلى جميع أهل السماوات والأرض ولأن الله يومة نصر الجال والجمال وتحية وتنقب في لقاتلك يا مولاي يا أبا عبد الله قصد حرمك وأتيت إلى مشهدك أسأل الله بشأن الذي لك عنده وبالمعهد الذي لك لدينا يا الصلاة على محمد وعلى محمد ويا الجل لمكم في الدنيا والآخرة السلام عليك يا ابن رسول الله السلام عليك يا ابن نبي الله السلام عليك يا ابن أمير المؤمنين السلام عليك يا ابن حسين الشهيد السلام عليك أيها الشهيد وابن الشهيد السلام عليك مظلوم وابن المظلوم لأن الله يومة قتلت ولأن الله يومة ظلمت ولأن الله يومة سمعت بفضلك فرائض يد به
السلام عليك يا وليا وابن ولي لقد ظمات المصبت وجلاتي رضيت بك علين ولا جميع المسلمين ولعن الله أمة قتلت وأمر إلي وإليك منهم السلام عليك يا عائلي الله وأحبه السلام عليك يا أنصار الدين الله السلام عليك يا أنصار رسول الله السلام عليك يا أنصار أمير المؤمنين السلام عليك يا أنصار فاطمة الزهراء سيدة نساء العالمين السلام عليك يا أنصار أبي محمد الحسن بن علي ولي الناس السلام عليك يا أنصار أبي عبد الله بأبي أنت وأمي تبت وتبات الأرض التي فيها دفنتم وفضتم فضا عظيما فيا ليتني كنت معكم فافضوا معكم برحمتك يا ارحم الراحمين لله الفاتحه محمد صلوات اللهم صل على محمد وعلى محمد صراط الذين انعمت عليهم تقابل الله جميعا.